Hallo und herzlich willkommen zu einem Video außerhalb der Reihe ganz spontan gedreht. Ich habe gestern unter meinem aktuellen Vlog einen Kommentar bekommen, dass diejenige der Content meines Kanals aktuell gerade nicht anspricht, dass es zu Yoga-lastig ist, was natürlich verständlich ist, weil ich nun mal im letzten Monat eine Yoga-Challenge gemacht habe und das begleitet habe. Und dass die Leichtigkeit fehlt und dass alles so anstrengend wird, was oder anstrengend wirkt oder zu anstrengend ist, was ich da so empfehle aktuell. Und aufgrund dieses Kommentars habe ich dann auf Instagram gefragt, ob die Leute das ähnlich sehen. Und die meisten sahen das auch so und habe dann auch darum gebeten, mir Nachrichten zu schicken, um halt ein bisschen genauer darauf einzugehen, was den Leuten auf meinem Kanal fehlt oder ja, was aktuell das Problem ist. Und da kamen einige Nachrichten. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, für jeden, der mir geschrieben hat, weil mir das sehr geholfen hat. Und das ist auch Grundlage dieses Videos. Ich werde auf einige Sachen eingehen. Und auch von meiner Seite ist es nicht böse gemeint, aber bei einigen Kommentaren habe ich sehr den Kopf geschüttelt und mich gefragt, ob die Leute, die mir das geschrieben haben, mich ernsthaft verfolgen oder nur so einmal im Monat ein Video gucken. Ich habe aber, glaube ich, festgestellt, dass wir ein Kommunikationsproblem hatten. Dass sich eine gewisse Lücke entstanden ist, wo ich die Erklärung nicht richtig gemacht habe. Das möchte ich auch mit diesem Video nachholen. Ihr kennt alle meine Videos von 1, 2, 3 Jahren. Das war sehr kinderlastig natürlich. Es ging um die Schwangerschaft von Svea. Und dann vor ein paar Monaten gab es so einen Cut. Und ich habe hier angefangen, andere Themen anzusprechen. Das war natürlich eine bewusste Entscheidung. Und ich wusste auch, dass das nicht allen hier gefallen wird. Was auch völlig in Ordnung ist. Jeder hat die Möglichkeit, einen Kanal zu deabonnieren. Ich möchte aber hier ganz klar sagen, das ist mein Kanal. Und ich mache hier das, was ich möchte. Es gibt auf YouTube genug seichte Unterhaltung. Es gibt tausende Kanäle, wo ihr irgendwelche unrealistischen Alltagsvlogs bekommt, wo ihr irgendwelche Hauls bekommt, wo ihr Beauty-Kram bekommt. Also ich habe gestern Nachrichten bekommen, unter anderem die Leute wünschen sich mehr Mode, Beauty und Drogerie auf meinem Kanal. Sowas wird es niemals geben. Sowas gab es auch noch nicht. Ich habe vielleicht mal einen Vlog gezeigt, was ich bei Rossmann eingekauft habe. Oder ich habe mal ein Mascara in die Kamera gehalten, den ich aktuell benutze. Aber sowas gab es vom Grund her als Hauptthema noch nie auf meinem Kanal und es wird es auch nie geben. Wenn ihr hier Beauty, Make-up und Drogerie erwartet, das wird es hier nicht geben, dann geht bitte. Das ist auch heute mein Appell an euch. Ich werde euch jetzt ganz konkret am Ende des Videos sagen, was kommen wird, was es auf diesem Kanal zu sehen geben wird und was es nicht geben wird. Und dann bitte ich euch auch ganz ehrlich zu überlegen, ob ihr den Deabonnieren-Button klicken wollt. Weil solche Diskussion war es gestern nicht, aber ich fahre hier meine Linie. Und wenn ihr das nicht gucken wollt, was völlig in Ordnung ist, dann guckt halt andere Kanäle. Ich glaube, ich habe so meine Geschichte noch nie so richtig hier auf diesem Kanal erzählt, was im letzten Jahr so alles passiert ist. Und ich glaube, das ist so das, was so gefehlt hat, weil dieser krasse Bruch war zwischen den Themen auf meinem YouTube-Kanal und ich diese Lücke nicht gefüllt habe, warum ich das jetzt mache. Mir wurde nämlich gestern auch gesagt, nur weil ich ein paar Bücher gelesen habe, dürfte ich euch jetzt nicht erzählen, wie man sein Leben besser zu leben hat. Das war der Kommentar, der mich am meisten schockiert hat. Das wirklich, auch wenn es nur eine Person ist, die ernsthaft glaubt, ich hätte hier nur 5 Bücher gelesen und wäre deswegen jetzt der Meinung, euch sagen zu müssen, wie ihr euer Leben zu leben habt. Weil das letzte Jahr war super, super hart anstrengend. Ich habe nicht nur 5 Bücher gelesen. Und davon möchte ich euch jetzt erzählen. Alles fing an im Oktober letzten Jahres, im Oktober 2016. Ich weiß, da habe ich Vlogtober gemacht und irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich habe dann den Vlogtober auch abgebrochen. Ich war am Ende. Ich habe fast nur noch geschlafen. Ich wollte
für morgens nicht aufstehen, also so wirklich, wirklich nicht aufstehen. Ich habe manchmal den ganzen Tag nur geweint. Ich war wirklich am absoluten Tiefpunkt angekommen. Und das mit einem tollen Ehemann und zwei gesunden Kindern. Und ich hatte Angst, jetzt in eine Depression oder irgendwas reinzuschlittern. Ich glaube, so die richtig harte Zeit, das ging so 2 Wochen. Da habe ich gesagt, nee, okay, ich will nicht, dass das hier noch schlimmer wird. Ich möchte jetzt was tun, was für mich tun. Und ich verfolge seit vielen, vielen Jahren den Kanal von Maria, von Chic Mami. Und die hatte zu der Zeit schon ihre Finde-Dich-Selbst-Reihe und hatte da unter anderem ein Buch vorgestellt. Und ich habe halt dann den Entschluss gefasst, okay, ich will was ändern. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung. Ich weiß aber, dass ich mich in den 3 Jahren, 4 Jahren Mutterschaft verloren habe als Mensch. Man kann das an meinem Kanal eigentlich recht gut erkennen. Zuerst waren die Themen meines Kanals Hochzeiten, weil ich als Hochzeitsplanerin gearbeitet habe. Dann wurde ich schwanger und auf meinem Kanal hat sich alles um Babys und Kinder gedreht. Und erst jetzt dreht sich dieser Kanal um mich. Und das auch nur, weil ich jetzt wieder ich bin oder auf dem Weg dahin bin. Ich war nur noch Mama. Das hat auch in unserer Ehe zu Problemen geführt, weil auch Manu hat das gemerkt, dass ich nur noch Mama bin. Ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin, was ich eigentlich gerne machen möchte, außer YouTube. Ich war am Ende mit meinen Kräften, weil ich einfach nicht mehr bei mir war. Ich war völlig ausgelaugt, ich war völlig, völlig fertig. Und dann habe ich natürlich angefangen, Bücher zu lesen. Das ist auch ein wichtiger Schritt, man muss sich ja irgendwo Input holen und ich lese auch noch jetzt viel. Aber jede Mama weiß, auch Bücher zu lesen ist in unserem Alltag nicht einfach. Hat was mit Disziplin zu tun und hat was damit zu tun, sich Zeit für sich zu nehmen. Und ich habe nicht nur die Bücher gelesen, sondern ich habe das Gelesene auch umgesetzt. Also im November ging es dann auch wirklich los, dass ich mir so eine Meditations-Challenge vorgenommen habe und jeden Tag meditiert habe, so wie ich das zum Beispiel jetzt in diesem Jahr mit der Yoga-Challenge gemacht habe, weil das für mich persönlich einfach gute Möglichkeiten sind, in ein neues Thema reinzukommen, zu sagen, okay, jetzt mache ich das, jetzt ziehe ich das 30 Tage durch und dann wird es auch eine Gewohnheit von mir. Und von da an habe ich auch wirklich fast jeden Tag meditiert. Und auch das ist nicht immer ein Spaziergang. Natürlich hört sich das schick an. Man setzt sich irgendwo eine Viertelstunde in Ruhe hin und schließt die Augen und entspannt sich. Das ist auch Kern der Sache. Aber bei Meditation beschäftigt ihr euch nur mit euch selbst. Da ist keine Außenwirkung. Und es ist manchmal sehr hart und anstrengend und man weint auch dabei. Und da kommen auch Dinge hoch, die einen erschrecken, die einen ängstigen. Ich habe vor ein paar Wochen erkannt, wie ich mich selbst in der Vergangenheit verletzt habe. Nicht, indem ich mich irgendwie körperlich verletzt habe, sondern indem ich bewusst Dinge getan habe, die meine Seele verletzt haben, weil ich mich selbst nicht leiden konnte. Und das ist nicht einfach, sich mit sich persönlich auseinanderzusetzen. Das tut weh. Also ich habe nicht nur Bücher gelesen. Also das letzte Jahr war auch anstrengend. Es ist auch, wir haben uns auch von Freunden getrennt, wo wir gesagt haben, das funktioniert in unserem Leben nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, nach diesem einen Jahr kann ich jetzt sagen, ich bin ein anderer Mensch. Ich bin für mich ein besserer Mensch. Ich kann mich besser leiden. Ich kann mich besser verstehen. Ich habe verstanden, was Selbstliebe ist. Und ich liebe mich auch selbst. Und ich bin in meiner ganzen Art ruhiger und gelassener geworden. Ich war nach außen hin immer ein ruhiger Mensch. Aber in meinem Inneren war ich so. Und jetzt bin ich in meinem Inneren auch ruhiger geworden. Und dadurch, dass ich es geschafft habe, ruhiger und gelassener zu leben, zu sein, bin ich auch viel entspannter im Umgang mit den Kindern. Das heißt, wir haben hier wesentlich weniger Zoff, wesentlich weniger Geschrei. Ich kann die Zeit mit den Kindern viel besser genießen. Früher war das so, die Zeit mit den Kindern hat mich gestresst und hat mich ausgelaugt. Jetzt schenkt mir diese Zeit mit den Kindern Energie. Und das hat nichts damit zu tun, dass sich die Kinder auf irgendeine Art und Weise verändert haben. Das hat was damit zu tun, weil ich mich verändert habe. Und genau deswegen habe ich angefangen, meinen Content hier zu ändern.
Ich habe für mich bewusst, mir ist bewusst geworden, dass dieses eine Jahr so, so viel mit mir gemacht hat. So, so viel in meinem Leben positiv verändert hat. Und das wollte ich mit euch teilen. Ich war damals vor einem Jahr an einem Punkt. Und hätte es diese Videos von Maria nicht gegeben, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Weil ich kannte keinen Weg für mich, wie ich aus der Situation herauskommen soll. Und sie hat mir so diesen ersten Impuls gegeben, was ich machen soll. Und das habe ich gebraucht. Und deswegen habe ich angefangen, diesen anderen Content zu machen, weil ich dieser Impuls für Mamas sein wollte. Weil ich Mamas helfen wollte, die müde sind, die ausgelaugt sind, die gestresst sind, die unglücklich sind. Ich wollte diese Person sein, die ich damals stärker gebraucht hätte, die mir sagt, hey, guck mal, das und das und das kannst du tun. So und so kannst du dein Leben für dich besser verändern, so wie es für dich passt. Und das kann ich tun, weil ich es selber durchgezogen habe, weil ich es selber Tag für Tag erlebt habe und nicht, weil ich Bücher gelesen habe. Das ist mir an dieser Stelle ganz, ganz wichtig. Alles, was ich euch hier erzähle, das tue ich, weil ich es selber erlebt habe, weil ich es für mich als positiv empfunden habe. Ich möchte euch wertvollen Content liefern und das war auch immer mein Ansatz jetzt in den letzten Monaten. Jedes Video sollte einen Wert für euch haben. Sollte euch eine Lösung bieten, einen neuen Input geben. Ich wollte euch nicht unterhalten. Und ich wollte euch nicht zum Konsum animieren, indem ich euch irgendwelche Hauls zeige. Mir war relativ, also das war mir schon ein bisschen eher bewusst, dass ich so diese Mamaschiene, die hier so gefahren wird, auf YouTube nicht mehr machen wollte. Ich wollte keine Kinder-Updates mehr machen. Ich wollte euch keine Hauls abdrehen oder irgend sowas. Das war ich nicht mehr. Ich habe mich verändert und deswegen hat sich auch der Content auf meinem Kanal verändert. Für mich ist das jetzt aber der Content, den ich machen möchte. Früher habe ich das gemacht, was alle anderen machen. Jetzt mache ich das, was ich möchte. Und es ist mir völlig klar, dass das jetzt nicht mehr jeden interessiert. Das ist auch völlig in Ordnung so. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, von hier wegzugehen und zu einem anderen Kanal zu gehen, der euch das bietet, was ihr haben möchtet. Wenn ihr seichte Unterhaltung haben möchtet, dann gibt es tausende von tollen Kanälen, die ihr gucken könnt. Hier wird es aber darum gehen, wie ihr als Mamas euer Leben leichter gestalten könnt. Weil ich das alles erlebt habe, kann ich das mit euch teilen. Und wie gesagt, das letzte Jahr, das war harte Arbeit. Ich weiß, das ist nicht so rübergekommen, offensichtlich ja. Aber es hat sich halt gelohnt. Und ja, das, was ich hier erzähle, das klingt anstrengend. Das sind Veränderungen auch. Aber wenn ich etwas in meinem Leben verändern möchte, positiv verändern möchte, wenn ich etwas erreichen möchte, dann muss ich halt auch was tun. Wenn ich in meiner Blase hängen bleiben will, ja, dann kann ich das machen. Das ist aber nicht mein Anspruch. Und in diesem einen Jahr hat sich so, so, so viel verändert. Ich habe mich verändert. Ich habe mich angenommen. Die Beziehung zu meinem Partner hat sich verändert zum Positiven. Die Beziehung zu meinen Kindern hat sich extrem ins Positive verändert. Meine Art der Erziehung hat sich verändert. Ich habe meinen alten Job gekündigt, ich habe mich selbstständig gemacht. Das war meine allergrößte Angst, eine Selbstständigkeit, und ich habe es trotzdem gemacht. Also hier hat sich so, so viel verändert und es wird sich auch noch sehr, sehr viel in den nächsten Jahren verändern. Ich versuche hier eigentlich nicht allzu spirituell oder esoterisch zu werden. Aber es ist nun mal so, wenn man sich persönlich weiterentwickeln möchte, dann tut man einfach automatisch andere Dinge, die man sonst nicht getan hat. Meditation, wie Yoga. Man fängt an, sich mit alternativen Lebensweisen zu beschäftigen. Vielleicht kann man das auch so ausdrücken. Und genau darum wird es auch auf dem Kanal weiterhin gehen. Ich werde das mit euch teilen, was mir wichtig ist, womit ich mich aktuell beschäftige. Und es ist mir lieber, ihr sagt jetzt, okay, das ist nichts für mich, ich gehe jetzt. Das ist völlig okay, weil wir hatten tolle letzte Jahre. Aber ich möchte, dass ihr versteht, ich werde nie wieder dahin zurückgehen. Ich werde nie wieder den Content machen, den ich vor ein paar Jahren gemacht habe, weil ich nicht mehr der Mensch bin, der ich vor ein paar Jahren war. Ich habe auch eine Nachricht bekommen von einer Zuschauerin, sie mochte die Person, die ich war, vor 2-3 Jahren mehr. Ich habe ihr geantwortet, vor 2-3 Jahren war ich ein schrecklich unglücklicher Mensch. Und ich werde nie wieder dieser Mensch sein. Ich werde so sein, wie ich jetzt bin und noch besser. Und ihr werdet hier kein Mode, kein Beauty, kein Drogerie-Mist, Entschuldigung, bekommen. Das wird es hier einfach nicht mehr geben. Das möchte ich auch so ganz klar sagen. Sowas wird es hier nicht mehr geben. Ich bin immer wieder
dankbar, wenn ihr mir Videovorschläge macht. Es wird aber auch keine Kinder-Updates oder irgend sowas mehr geben. Ich werde wieder vermehrt und das war das, was ich gestern so für mich als Rückschluss aus euren Nachrichten gezogen habe. Es wird wieder mehr Familienvlogs geben. Das habe ich selber so ein bisschen vermisst und ich fand auch selber, dass das ein bisschen wenig auf meinem Kanal gekommen ist. Und ich glaube, auch in den Vlogs kann ich euch noch eher zeigen, wie mein neuer Alltag jetzt aussieht, wie mein neues Leben jetzt aussieht, wie ich als Person jetzt einfach anders geworden bin. Und es ist auch okay, wenn ihr diese Person nicht mehr so mögt oder euch nicht mehr mit ihr identifizieren könnt. Aber ich möchte hier Leute auf meinem Kanal haben, die das zu schätzen wissen, was ich hier mache. Hinter jedem Video steckt Arbeit. Und ich möchte euch mit meinen Videos nicht nur unterhalten. Ich möchte euch vor allen Dingen ganz, ganz viel Input geben, euch Richtungen geben, euer Leben einfach positiv beeinflussen. Das ist es, was mir hier so, 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 so wichtig ist, warum ich das Ganze hier mache. Ja, und das ist es auch, was ich euch in diesem Video erzählen wollte. Ich wollte auf den Kommentar nochmal eingehen. Ich wollte euch erzählen, wie mein letztes Jahr war, warum ich der Meinung bin, euch das hier erzählen zu können, euch diese Tipps geben zu können, weil ich das selber erlebt habe und nicht, weil ich Bücher gelesen habe. Ich habe auch Bücher gelesen, aber ich habe das auch umgesetzt, was ich da gelesen habe. Und ich wollte euch sagen, was euch auf diesem Kanal nicht erwartet, was ihr hier nicht sehen werdet. Und ihr habt, wie gesagt, jetzt die Möglichkeit, und ich finde es, ich sage das nochmal, ich finde es überhaupt nicht schlimm, ich finde es eher positiv für mich, wenn ihr jetzt sagt, okay, nee, das ist nicht mein Content, ich drücke jetzt auf deabonnieren. Weil dann weiß ich, die Leute, die meinen Kanal noch abonniert haben, das sind die Leute, die diesen Content sehen wollen. Die interessiert, wie können sie ihr Leben leichter machen, glücklicher machen, entspannter machen. Und das ist es, das sind die Leute, die ich gerne hier habe. Weil dann weiß ich, dass diese Videos, die ich mit viel Arbeit mache, auch an ein Publikum gehen, die das zu schätzen wissen, die das annehmen. Ich habe auch eine ganz, ganz, ganz tolle Nachricht von einer Zuschauerin bekommen, die genau das, was ich jetzt mache, befürwortet. Und die geschrieben hat, dass ihr das auch unglaublich weitergeholfen hat. Ich habe durch diese Yoga-Challenge wieder so viele Leute dazu motiviert, wieder anzufangen mit Yoga oder Yoga auch das erstmal auszuprobieren. Und dafür waren diese Videos da. Und Andrea Morgenstern hatte genauso mal diesen Bruch. Die hat auch dieses klassische Beauty-Mode-Gedöns gemacht und hat sich aber selbst persönlich in eine ganz, ganz andere Richtung entwickelt. So ähnlich wie ich. Und es passte inhaltlich nicht mehr zu ihr. Und sie hatte große, große Angst davor, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich mache jetzt diesen ollen, schnöden Lifestyle-Kram nicht mehr. Ich erzähle jetzt was über Yoga, über Meditation, über persönliche Weiterentwicklung. Und sie hat mehrere tausend Abonnenten dadurch verloren. Aber sie würde diesen Schritt niemals rückgängig machen. Und sie hat Geld mit YouTube verdient. Also das war für sie auch ein harter finanzieller Einbruch. Und es war eine große Angst von ihr und trotzdem hat sie es gemacht und ich weiß selber, warum sie es getan hat. Du kommst einfach an den Punkt, wo du dich mit deinem eigenen Kanal nicht mehr identifizieren kannst und es geht einfach nicht. So wie ich mich als Person weiterentwickelt habe, so musste sich auch dieser Kanal weiterentwickeln. Und ihr wisst jetzt, was es auf diesem Kanal zu sehen gibt. Es wird auch weiterhin Interviews geben. Ich weiß, einige von euch mögen diese Interviews nicht, aber Ziel der Interviews ist es, und das habe ich auch in meinem Hallo Herbst Video gesagt, es gibt einfach Themen, die ich euch näher bringen möchte, die mich unglaublich weitergebracht haben, wie Meditation zum Beispiel, deswegen auch das Interview mit Jurek. Und ich bin einfach kein Pro auf dem Gebiet. Also habe ich mir zum Interview jemanden eingeladen, der euch sagen konnte, hey, Meditation funktioniert so und so. Und ich habe so viele geniale Nachrichten bekommen von Leuten, die daraufhin das Meditieren einfach mal angefangen haben und probiert haben und die begeistert waren. Und genau das war Ziel meines Videos. Und genau deswegen kann ich sagen, ist mir wurscht, wenn einige die Interviews nicht mögen. Ich mag dieses Format und es hat so viel bei Leuten bewirkt. Und ich kann euch sagen, jetzt im November kommen auch noch ein paar Interviews, die mir, wo ich das Interview geführt habe, auch nochmal super viel Input gegeben haben und die so, 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 so wertvoll sind. Und ich würde euch wirklich aus tiefstem Herzen bitten, schaut euch die Interviews an. Die sind so, so wertvoll. Die können euer Leben so grundlegend verändern. Sie können euch einen ganz anderen Blickwinkel auf Situationen
vermitteln. Und das ist es, was ich erreichen möchte. Es wird hier keine seichte Blabla-Unterhaltung geben. Ich möchte mit meinen Videos euer Leben zum Positiven verändern, verbessern. Und nicht, weil ich jetzt irgendwie sage, ich weiß alles besser, so musst du das jetzt machen. Nee, weil ich es erlebt habe und euch sagen kann, das ist es, was mir geholfen hat und ich möchte euch damit helfen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu böse. Also nichts, was ich hier gesagt habe, war irgendwie böse gemeint. Einiges hat mich nur gestern schockiert, was Leute denken, was ich auf meinem Kanal eventuell mal machen würde. Drogerie zum Beispiel. Bin noch am Überlegen, ob ich die Kommentare deaktiviere. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, weil ich nicht nochmal diese Diskussion führen werde, was es auf meinem Kanal zu sehen gibt und was nicht. Aber ich möchte euch jetzt wirklich nochmal bitten, euch jetzt ganz genau zu überlegen, möchtet ihr das sehen? Dann bleibt gerne hier und ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier bleibt. Oder sagt ihr, nee, das ist nicht mein Content und das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe im letzten Jahr so viele YouTube-Kanäle deabonniert. Ich glaube, ich habe so 30 Stück deabonniert und dafür 15 total neue, krasse abonniert. Das ist halt einfach so. Und das nehme ich auch nicht schlimm, aber dann würde ich euch bitten, lieber zu gehen, als dass ihr bei jedem neuen Video, was hochgeladen wird, enttäuscht seid, weil es wieder nicht euer Thema ist. Und damit beende ich jetzt auch dieses Video. Ich werde das jetzt gleich bearbeiten und hochladen und bin dann sehr gespannt, wie sich meine Abonnentenzahl verändert. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn die jetzt drastisch in den Keller sinken, weil ich weiß, die Leute, die bleiben, das sind die Leute, die mein Content interessiert. Und dann hat es auch einen Wert. Dann ist es auch okay, wenn ich mir die Arbeit mit den Videos mache, weil ich weiß, ich erreiche da ein paar hundert Leute und die wollen das auch ernsthaft sehen. Ja.